Endlich zu Hause. Hoffentlich kommt was Gutes im Fernsehen. Heute war nämlich ein anstrengender Tag. Bisschen kälter, so minus 1 Grad. Und übermorgen ist es dann bewölkt. Kommt, die Luft ist rein. Wir warten noch das grüne Auto ab und dann gehen wir los. Wir müssen gehen, wir können nicht länger warten. Wir sollten die Einladung verteilen. Kommt, jetzt. Wo ist eigentlich unser Plakat? Hier, komme schon. Ah, okay. Da sind Störche. Wollen wir sie fragen, ob sie mitkommen wollen? Hallo Störche, wollt ihr mitkommen auf unsere große Show? Wir sind Tiere aus dem Zoo. Wir sind ausgebrochen, um Karten an Leute zu verteilen, damit sie auch zu unserer Show kommen. Wollt ihr mitkommen? Vielleicht könnt ihr ja selbst was. Oder ihr guckt einfach zu. Bringt doch eure Freunde mit. Hey Störche, ich muss jetzt das Plakat noch weiterbringen. Ich bringe auch ein paar coole Leute mit. Würde mich freuen, wenn ich euch nachher nochmal sehen würde. Bis gleich. Boah, wie viele Autos kommen denn noch? Ich warte jetzt schon 2 Stunden. Das ist das 198. Auto. Jetzt kommt ein Vogel vorbei. Das 199. Auto. Boah, wie lange noch? Hey, wer kommt denn da? Weg da! Was machst du hier an meinem Zaun? Weg da! Bleib ruhig, ich bring nur eine Einladung. Oh, welche denn? Für einen Zirkus aus. Für Tiere, die aus dem Zoo kommen. Ich komme aber gar nicht aus dem Zoo. Aber du kannst trotzdem mitmachen, wenn du Kunststücke kannst. Ja, ich kann sogar sehr viele. Oh, verratst du mir auch einen? Nee, ich weiß ja noch nicht, welche ich mache. Ich muss mir das noch überlegen. Ach so, ich hoffe, du kommst. Bis bald. Ja, wir werden uns sehen. Bis bald. Oh, da kommen die anderen. Ich muss los. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt muss ich noch auf mein Herrchen warten. Ja. Wie lange denn noch? Hey, was macht ihr da, Vögel? Das sind unsere Äpfel. Hey, weg da. Weg da. Weg da. Nicht mitnehmen. Weg da. Das sind unsere. Oh, da kommt mein Herrchen ja schon. Hallo, Tom. Da kam eben einer vorbei, der hat uns eingeladen. Da müssen wir auf jeden Fall hingehen, okay? Herzlich willkommen bei der großen Show. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und jetzt geht es direkt weiter mit der großen, großen Flugschau. Dolly und Trolli und Bolli und Nolli zeigen euch ihren richtig großen Supersalto. Und dann starten wir jetzt schon mal auf. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter mit der Weltpräsentation Drobby Rupp. Das war Robby Rupp. Und jetzt kommt, das Sie noch nie gesehen haben, der einradfahrende Bär und sein Sohn Erik Maxim Gongong. Ein Salto! Oh, das war aber gut! So was haben Sie noch nie gesehen. Und das war die Bären. Und nun kommt der große Höhepunkt der ganzen Show. Sehen Sie es selbst mit eigenen Augen. Dazu sind Sie hierher gekommen.
Eben, hatte ich einen schönen Traum. Oh, hallo. Na? Ich hatte einen schönen Traum, sogar mit dir. Mit Tieren und allem drum und dran. Und die sind ausgebrochen. Komm, wir gehen raus, Gassi gehen mit. Du kriegst draußen ein Stöckchen zum Holen. Warte auf mich. Wuff, bis bald, Leute. Wuff, wuff, wuff.